Ups. Wir haben ein Problem, Jan. So. Ja, geh du mal vor. Und alles, was dir einfällt, in die Hand zu nehmen, ist ein Schweißgerät. Ich weiß es nicht genau. Seitdem niemand anders hier einen Plan hat, ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Jetzt geh doch endlich! Ich hab dir gezeigt, wo. Los, beweg dich! Was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich glaube, ich muss dir hinterher. Oh Gott. Gravitation offline. Wie du aussiehst. Gravitation offline. Au. Das hat bestimmt weh, oder? Ja. Los. Beweg dich. Oh. Ah, ich krieg hier mal. Du bist auch zurückgeschlagen, wa? Oh, hast du es? Hast du es? Ich bin noch im Handstück. Okay, was ich mache, ist immer irgendwie anscheinend völlig Bockwurst. Die Videos konzentrieren sich immer nur auf dich. Okay. Weißt du, was ich jetzt gerade erst nebenbei feststelle? Ja? Hat eigentlich. Also hat indirekt nur was mit dem Spiel zu tun. Die Aufnahme läuft auch in 1080. Bei der PS3 hat man immer so ein bisschen das Problem mit der Auflösung. Manchmal sind die Videos, die man aufnimmt, nur 720p groß. Ich habe dir übrigens gerade deinen Helm gegeben. Bist glücklich, ja? Ja, das war ein Solo. Ich werde versuchen, ihn von hier aus loszulösen. Ich drücke L2. Gott, wo müssen wir eigentlich hin? Irgendwo da durch, wa? Ja. Ja, Steuerung. Okay, ich kann den Raum sehen. Rosen, Doc, ich kann den Weltraum sehen. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Alle suchen sich was zum Festhalten. Halterung? Ach, hier die Halterung. Entschuldigung. Ich habe die links gelöst. Ist schon. So, aktiviert. Wanna go on a ride? Oh, ich sehe gar nichts. Ach, da bin ich, okay. Shit, jetzt müssen wir. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Wow, fuck. Die Minen. Auri. Jawohl, ausweichen. Zum Glück, wie sieht er die Minen von alleine an? Wow. Oh, nein, shit, jetzt hab ich. Ich hab mich treffen lassen, glaube ich. Ja, stand da. Ach, das steht bei dir sogar? Stand nur, dein Partner ist gestorben. Ah, okay, gut zu wissen, dass ich daran schuld bin. Ich kann nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung. Ich kann sie fast erreichen. Ich könnte natürlich auch mal zur Abwechslung. Wo war ein Dreieck? Ja, nee. Medikit auf Kreis war das, ne? Scheiße, können die Minen mal bitte auch explodieren? Halten Sie durch! Warum schieße ich denn überhaupt erst drauf? Munition loswerden. So viel davon. Aber ich hab. Natürlich habe ich genug davon. Scheiße. Wow. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumherum steuern, dann brechen Sie eben durch. Oh Gott. Oh nein. Die Optik ist ja auch der Hammer, oder? Ey. Au. Ich hab's! Wuhuhu! Ich bin auf voller Wer will nochmal, wer hat noch nicht Einstein, nochmal dabei sein, will nochmal frei sein, einmal ein bisschen mitdrehen. Okay. Eine Runde 5 Euro. Okay. Drei Runden 12 Euro. Das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Warum Sie es nicht? Vertrag, Doc? Ja, glauben Sie, es ist Luft an Bord? Alles SOS kommt irgendwo von drin. Ich hoffe es also. Das ist jetzt mal eine Ansicht hier. Ich weiß gar nicht. Oh Gott, ja. Das
nenne ich eine richtige geile Sicht. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Das kann man nicht. Nachflugen können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie ihn? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Ich geh rein. Cool. So, ich muss ab und zu mal ein bisschen hin und her gucken. Also ich muss nicht, aber ich will, weil ich will ein paar schicke Thumbnails für die Videos natürlich am Ende machen, ne? Verständlich, ja. So, drücke L3. Ach, ich muss zu dir jetzt kommen landen, wa? Willst du ein bisschen Sauerstoff klauen? Ja, ich hab zwar noch für 420 Sekunden, aber... Alles klar. Ich hab noch für 300 Sekunden, ohne dass ich jetzt was genommen hab. Ja, dann. Okay, hier ist Luft und Staub. Irgendeine Spur von Staub. Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Ich will mitmachen. Ich muss mich jetzt erstmal daran gewöhnen, dass mein Rig eine blaue Farbe hat, wenn es voll ist. Sieht voll cool aus. Ich finde vor allem auch... Warte mal, cool, warte mal, bleib mal stehen. Von dir sieht man jetzt die Lampen von deinem Helm richtig an der Wand. Ja. Und von mir sieht man jetzt auch das Rote. Finde ich auch sehr, sehr geil gemacht. Auf jeden Fall, das werden so denken. Ja. Das macht auch irgendwie einfach dieses ganze Feeling mit aus. So. Ich möchte die Tür auch mal zur Abwechslung aufdrehen. So, los. Was tust du da? Ich wollte auch was in der Hand nehmen. Wie lange noch? Da fallen mir andere Sachen ein. Entschuldigung. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Isaac, kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Ich fühle mich immer so ignoriert. Ja, du bist ja eigentlich gar nicht mit hier drin. Nee, hätte ich draußen warten sollen. Ja, zumindest im Solo. Jetzt mach doch mal die Tür auf. Kannst nicht. Partner wartet an Tür. Ach, ich muss wirklich außen rum gehen. Glaubst du es? Oh Gott. Jetzt kann ich aufmachen. Hä? Ich bin drin. Isaac. Schön. Und du? Ja, ich bin jetzt hinter dir reingelaufen. Anscheinend. Sie mir die Koordinaten. Ich sehe nach. Bitte sehr. Und entfernen Sie sich nicht zu weit. Das ist ein Befehl. So, ich muss mich auch erstmal umgewöhnen, dass ich jetzt halt nicht mehr Isaac bin, sondern ich bin Carver. Die Kommandozentrale. Aber ich krieg deine Befehle mit. Die Kommandozentrale erreichen. Gut. Drücke Select, um auf das Inventar zuzugreifen. Und Aufgaben aufzurufen. Mhm. Ich habe Heilung. Du hast Heilung? Ja, ich habe auch. Drei Reihen voll. Also ich habe zweimal große, zweimal mittel, ein kleines. Dann viermal, also viermal drei Stasi-Packs und dann habe ich hier noch haufenweise Munition. Okay, ich habe 15 kleine, drei Stasi-Packs, dreimal und der Rest voll mit Munition. Na, brauchst du eigentlich erstmal keine großen von mir, oder? Ne. Gut. Hast du in der Bank bestimmt noch genug, so wie ich dich kenne? Ja. Glaube ich zumindest. Sieht nach einer Art Begräbnis aus. Oh, ach, das sind Särge. Huch. Wie kommen Sie darauf? Die sehen gar nicht so aus, ne? Sie sehen viel zu freundlich aus. Ich glaube, der Raum da ist unter Quarantäne. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Shop geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Ich gehe mal kurz nach oben. Ich pack die Batterie rein. Alles klar. So. Optional eine Waffe herstellen. Ach ja. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Wir können endlich an eine Bank. Teilen, die herumliegen, kann ich eine können wir gleichzeitig dran? Machen. Weiß ich gar nicht. Drei... Was? Hm? Old Platin-Set freigeschaltet. Das ist ein Platin-Set? Anscheinend. Dann gucken wir mal. Ich kletter so lange hier noch ein bisschen rum, weil hier sind noch so ein paar Items. Zack. Noch mehr Heilung. Boah. Das klingt gut, wenn du schon mal Boah sagst.
Ja. All. Die nehmen. Ach, guck mal, deswegen hat die Werkbank übrigens zwei so eine Monitore. Wir kommen wirklich beide dran. Okay. Und einer meiner Sucherbots ist zurückgekehrt. Interessant. Ja, für die, die es noch nicht wissen, weil eigentlich finden wir noch gar keine Sucherbots. Die Sucherbots sind halt kleine Ressourcensammler, die man immer wieder mal in der Welt aussetzen kann. Und die nach einer gewissen Zeit wieder hier zurück an die Werkbank kommen und neue Materialien mitbringen. So, und du hast irgendwelche total geilen Platinen gekriegt, ja? Ja. So. Ich habe jetzt so gerade vergessen. Ach, unten ist Plasma, oben ist Dick. Baust du dir noch was Hübsches? Nee, ich will die Platine nur auf die Waffen abpassen. Ach so. So, was nehme ich denn? Ich habe hier noch Kompakt Elite EG 900 MP mit Planetencracker. Aber eigentlich bin ich mit meinen Waffen so zufrieden, dann werde ich bei dir nochmal bleiben, ne? Ja. Keine weiteren Einwände, euer Ehren. Wenn du damit zufrieden bist, sei es dir gewährt. Feuerrad. Warte. Ha, ich kann ja jetzt, warte mal, ich kann jetzt den Plan mit dir teilen. Co-Partner hat dir Folgendes gegeben: eigener Plan. Einen Moment. Und eine Trophäe bekommen. Guckt euch mal ein. Ja, bitte, ich möchte mal eine von deinen Waffen sehen. Kommt sofort. So. Plan erstellen. Wie hast du den geschickt? Mit Teilen. Also, ich bin hier gerade bei den Übersicht der Pläne gewesen. Was? Pläne. Ja. Ja, ich muss jetzt natürlich dazu sagen, ich hoffe, das ist jetzt für unsere Zuschauer nicht ganz so langweilig. Wir gehen auch gleich wieder weiter. Die Werkbank ist halt eine Sache, die immer in dem Spiel unerlässlich ist, weil man einfach seine Waffen ausbaut, upgradet, vielleicht sich mal eine neue baut, den Umständen entsprechend anpasst und so weiter und so fort. Wir haben, ich kann es ja mal kurz hier an meiner vorhandenen zeigen, also wir haben hier einmal, ganz wichtig, den Rahmen, der legt schon mal fest, wie viel Platinen wir raufsetzen können. Dann nehmen wir ein oberes Tool als Grundwaffe, das ist bei mir der Telemetriebolzen in diesem Fall. Das obere Tool hatte noch eine Spitze, den Diffraktionsring ist es bei mir, der erzeugt das aus diesem Telemetrie, jetzt habe ich den Namen vergessen, Telemetriebolzen, genau, dass das eine Maschinenkanone wird. Im Einsatz habt ihr sie ja schon gesehen. Man kann noch andere Spitzen raufsetzen, um damit zum Beispiel halbautomatisches Gewehr oder Schrotflinten rauszubasteln, die auch sehr, sehr wirkungsvoll sind. So, um die ganze Waffe zu erweitern, oh, danke, bekommt man noch ein unteres Tool, da habe ich zum Beispiel jetzt den Ripcore dran, also das ist der, dieser Kreissägenkern, der hat von mir nur eine Standardspitze bisher bekommen, weil das gerichtete Ejektionsfeld, so nennt sich das, würde die nur abfeuern, das heißt, ich könnte die zwar weiter wegschießen, würde damit auch mehr Schaden machen, aber ich finde es cooler, wenn ich damit einen Nahkampfangriff habe, weil die dann direkt vor mir schwebt für ein paar Sekunden. Um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern, hat man noch hier Erweiterung. Wer hat's gedacht? Da habe ich zum Beispiel jetzt den Stase-Verstärker, der die Stase-Schüsse, die ich abfeuere, vergrößert, damit die mehr Gegner treffen. Und als zweites habe ich die Flammenlasur drauf, mit der meine Waffen noch zusätzlichen Feuerschaden machen. Ja. Upgrade-Platinen haben wir hier nochmal ein paar Bonus-Sachen, die machen schnelleres Nachladen. Man sieht es jetzt gerade unten links, plus 2 Nachladen zum Beispiel oder plus 1 Feuerrate, plus 1 Clip. Und so zieht sich das Ganze durch. Es gibt auch Platinen, die nicht so gut sind. Die machen hier nämlich minus 1 Schaden zum Beispiel. Diese könnten wir jetzt verkaufen oder sogar teilen mit Junk. Aber ich bin wie üblich etwas raffgierig. Ich behalte die erstmal, bis ich sie irgendwann vielleicht doch mal brauche oder verkaufe. Außerdem hat Junk das Spiel eh schon durch, der wird es von mir, glaube ich, gar nichts mehr groß gebrauchen können. Nö. So, das musste jetzt alles mal ganz schnell gesagt werden.